Hallo Freunde des Upcycling und des Do-It-Yourself. Heute wird es wieder kreativ, denn wir möchten diesen Stuhl hier umgestalten. Aber nicht einfach nur neue Polstern und neu streichen und weiterhin als Stuhl benutzen. Nein, das hier wird ein Blumenhocker. Beziehungsweise Stuhl. Kräuter, Stuhl, Pflanz, Sitz. Keine Ahnung, ihr könnt gespannt sein. Was ihr dafür braucht, ist ein Holzbrett, was größer ist als das alte Sitzpolster, eine Stichsäge, ein Akkubohrer, Farbe und einen Pinsel, ein paar Töpfe, etwas zum Schleifen und wenn ihr mögt, am Ende noch ein paar Etikettenschilder, damit ihr das auch beschriften könnt. Da dieses Polster hier sowieso komplett durch ist, kann ich es entfernen und außerdem brauche ich es nicht, weil hier wachsen keine Pflanzen. Wobei, wenn ich das gieße, könnte sogar passieren, dass da was rauswächst. Aber nein, das kann runter. Und das Tolle bei solchen alten Stühlen ist, meistens liegt dieses Polster lose da drin. Das heißt, man kann es einfach rausnehmen. Schaut mal, von unten ist ja nämlich dieser Holzrahmen und den brauche ich als meine Schablone für mein neues Holzbrett. Jetzt reiße ich das einfach gnadenlos runter. Wenn ich das jetzt neu polstern würde, würde ich natürlich alle Polsternägel rausmachen und da ein bisschen ordentlicher arbeiten. Aber das kommt sowieso am Ende in den Müll. Das heißt, könnt ihr euch ruhig die Hände dreckig machen. Also ich glaube, da würde doch was draus wachsen, wenn ich es gieße. Packen wir mal meinen Müll, das brauchen wir nicht mehr. Und das ist eben jetzt meine Schablone für die neue Einlage, die ich bastel. So, das zeichne ich jetzt ein. So, hier vorne haben wir ja bei beiden, beim neuen und beim alten Rahmen, eine gerade Linie und da lege ich das an. Also da muss ich nicht sägen, die Arbeit kann ich mir sparen. Und dann säge ich hier an den Seiten entlang. Das kann ich jetzt aussägen. Aussägen werde ich das hier mit meiner Stichsäge, die ist ganz praktisch. Und damit mir da nichts verrückt und da ich nur zwei Hände habe, schraube ich mir die hier, die Platte mit dem Tisch, ein bisschen fest mit meinen Schraubzwingen, damit da nichts passiert. Mein Sägeblatt, das hat ja eine gewisse Dicke. Ich würde so schätzen, 1 mm. Und wenn ich jetzt genau auf der Linie säge, dann fehlt mir in Wahrheit ein bisschen was von dem Brett. Das heißt, ich säge ein bisschen außerhalb der Linie. Ja, was mir hier passiert ist, das kann euch zu Hause natürlich auch passieren, dass es so ein bisschen ausfranst. In dem Fall ist es total egal, denn es ist die Unterseite der Platte. Außerdem werde ich das auch noch abschleifen und mein Stuhl wird am Ende sowieso chemischick sein. In diese Platte hier, da säge ich jetzt Löcher rein, damit da wiederum meine Terrakotta-Töpfe sitzen können. Ich habe 4 Stück, 2 kleine und 2 große und die werde ich so ein bisschen asymmetrisch da reinsetzen. Symmetrie ist langweilig. Und mein Plan ist, dass ich die Töpfe da so weit rein versenke, dass sie hier bei diesem Rand, den der Topf hat, stoppen. Ja? Das heißt, ich muss hier den Umfang messen und das auf mein Brett übertragen. Und wie mache ich das? Da muss ich auch ein bisschen nachdenken, weil Mathe ist lange, lange her. Aber da gab es doch mal was mit Pi und Umfang und Radius und Durchmesser. Gar nicht so kompliziert. Ihr messt den Umfang. Hier, das ist hier bei mir am oberen Rand des Topfes. Das sind Pi mal Daumen, wie man so schön sagt. 26 cm und das teile ich jetzt durch Pi. 4,1. Das ist mein Radius. Hier nochmal die Formel. Radius gleich Umfang durch 2 mal Pi. Der Position möchte ich ungefähr den Topf haben. Die zeichne ich mir jetzt ein. Und das wiederum ergibt die Mitte hier für meinen Zirkel. Und jetzt kann ich einen Kreis zeichnen. Ich glaube, das habe ich das letzte Mal im Matheunterricht gemacht, vor vielen, vielen, vielen Jahren. So, einen Kreis habe ich eingezeichnet, aber ich habe ja 4 Töpfe, das heißt, ich muss noch 3 weitere Kreise einzeichnen. Und da überlege ich mir natürlich auch jeweils die Position, markiere die Mitte, rechne aus, was der Radius ist und zeichne das ein. Die Löcher will ich jetzt hier mit meiner Stichsäge aussägen, aber da komme ich ja mit dem Sägeblatt gar nicht rein. Das heißt, ich muss mit einem Bohrer ein Loch vorbohren und das mache ich jetzt. Einen Kreis auszusägen ist wirklich nicht ganz einfach, weil ihr werdet merken, je nachdem wie die Maserung des Holzes ist, dass euer Sägeblatt immer so ein bisschen ausweichen will und es kann sein, dass der Kreis nicht perfekt ist. Das macht aber gar nichts, denn der Topf hier und der Rand wird jede Unregelmäßigkeit einfach kaschieren.
Ein Loch habe ich, drei weitere folgen noch und dann kann ich das Ganze schleifen. Das fühlt sich schon richtig gut an. Ich habe jetzt eben die vier Löcher ausgesägt und danach mit meinem Schwingschleifer die Oberfläche glatt geschliffen, weil wir hatten ja hier so ein paar ausgefranste Stellen und der Kreis war eben auch nicht perfekt. Das kann man ganz gut mit dem Schleifer so ein bisschen korrigieren. Ihr könnt natürlich auch zu Hause, wenn ihr kein Schleifgerät habt, einfach mit einem Schleifklotz und Schleifpapier arbeiten. Und wie immer beim Schleifen, fangt mit einer groben Körnung an und arbeitet euch runter auf eine feine Körnung. Ja, und jetzt kann ich den Stuhl schleifen. Weil der ist nämlich voller alter Farbe und schaut mal, da hat sich jemand nicht so besonders viel Mühe gegeben. Das heißt, den schleife ich jetzt an, aber ich muss gar nicht den gesamten Lack abschleifen, denn ich streiche das danach mit Kreidefarbe, sogenannter Chalk Paint. Und da ist es gar nicht notwendig, den gesamten alten Lack abzuschleifen. Ihr müsst nur ein bisschen anschleifen und die Oberfläche ebnen. Überall da, wo ihr mit dem Schleifgerät nicht reinkommt, müsst ihr sowieso von Hand schleifen. Wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann sollte dieses Brett jetzt hier reinpassen. Yes! Und diese Töpfe auch in die Löcher. Das sieht schon mal gut aus. Auch. Yes! Ah, passt, wackelt und hat Luft. Und auch an dieser Stelle nochmal, wenn es nicht perfekt ist, überhaupt nicht schlimm. Das ist ein alter Stuhl, der hat einiges durch und ich finde, das darf man ihm auch ansehen. Und jede kleine Delle oder jede Unebenheit ist einfach der Charakter, ist Charme. Ja, und deshalb habe ich mich auch nicht für einen Lack entschieden, sondern für Kreidefarbe, der sogenannten Chalk Paint. Die ist perfekt, wenn es um einen Vintage-Look geht. Und damit werde ich jetzt diesen Stuhl streichen. Wenn es ums Möbelstreichen geht, und das gilt eigentlich bei fast allen Farben, Lasuren und Lacken und Beizen, weniger ist mehr. Der erste Anstrich ist wirklich nur so ein Voranstrich. Wenn wir streichen, wollen wir lange Pinselstriche machen. Wir wollen nicht so unregelmäßig streichen. Wobei auch da muss ich sagen, wenn wir mit Chalk Paint arbeiten, also mit der Kreidefarbe, da sind die Regeln ein bisschen anders, weil da wollen wir ganz oft die Struktur des Pinselstrichs sehen. Wir wollen einen Vintage-Look erzeugen und da kann man auch mal ein bisschen unregelmäßig arbeiten. Bis ich mit dem ersten Anstrich durch bin, das wird eine Weile dauern und dann kommt der zweite und auch noch ein dritter Anstrich. Und wenn ich dann mit den drei Anstrichen durch bin, dann kommt der nächste Arbeitsschritt. Und das ist die Versiegelung. Ja, zwei bis drei Anstriche habe ich gebraucht, dann habe ich den über Nacht trocknen lassen und habe dann mit klarem Wachs versiegelt, was man immer macht, wenn man mit Kreidefarbe arbeitet. Da dieser hier unter einem überdachten Balkon steht, ist das vollkommen ausreichend. Wenn ihr aber einen wetterfesten Stuhl haben möchtet, dann solltet ihr die Kreidefarbe mit Klarlack versiegeln oder von vornherein einen Lack wählen, der wetterfest ist. Ja, und der Vorteil an dem gewachsenen Stuhl ist eben jetzt, dass ich den jetzt noch ein bisschen patinieren kann. Ich möchte, dass der richtig schön vintage aussieht und das erreiche ich mit so einem Dark Wax, einem dunklen Wachs. Und das trage ich jetzt noch auf. Und was das erzeugt, ist so eine Patina, ja? Also eine Oberfläche, die so ein bisschen aussieht, als wäre sie schon älter, als sie eigentlich ist. Ja? Und das ist das Schöne, wenn man mit Kreidefarbe arbeitet. Da die so eine Struktur hat, dass man mit diesen Farbwachsen eben ja einfach Tiefe erzeugen kann, Charakter und einfach diesen besonderen Vintage-Look. Und jetzt kommt mir eben total entgegen, dass ich hier wirklich mit einem Pinsel gestrichen habe und auch gar nicht zu sehr geschliffen nach dem Anstrich, weil jeder Pinselstrich, jede Struktur gibt dem Wachs die Möglichkeit zu haften und ich habe noch mehr Vintage-Look. Jetzt gehe ich noch über die Kanten so ein bisschen drüber, also überall da, wo einfach so ein Möbel über die Jahre einen natürlichen Abrieb hat. Sehr schön, das mache ich jetzt mit dem gesamten Stuhl und das ist nach ein paar Stunden schon oberflächentrocken und dann kann ich zum nächsten Arbeitsschritt übergehen. Ihr seht, eurer Kreativität ist wirklich keine Grenze gesetzt. Und so wurde aus einem Stuhl zum Sitzen ein kleiner süßer Kräutergarten und der kommt jetzt auf meinen Balkon.
helfen. Habt ihr noch mehr Lust auf kreative Ideen, dann schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein oder schaut euch auf myhomebook.de um.